Natürlich haben wir eine besondere Situation nach dem Wochenende und nach den unschönen Vorfällen in Dortmund. Eine hohe Sensibilität in diesem Thema, was Polizei angeht, was Ordnungskräfte angeht, was Fanbetreuung angeht auf beiden Seiten. Natürlich gibt es einen Austausch auch zwischen den Clubs, aber ganz ehrlich, wir erwarten die gleiche Atmosphäre außerhalb des Stadions und auch im Stadion wie in den letzten Begegnungen auch. Ich kann das so von dieser Stelle auch nochmal sagen und kann nur an alle appellieren. Das ist scharf zu verurteilen, was am Samstagabend passiert ist, aber wir reden ausdrücklich von einer ganz kleinen Gruppe von Menschen und nicht von der überwiegenden Mehrheit. Gerade auch der Dortmunder Fans, die seit Jahr und Tag ihre Mannschaft fantastisch unterstützen. Das ändert nichts daran, dass man die ermitteln muss mit allen Möglichkeiten und auch hart bestrafen muss. Ich glaube, da sind sich alle einig in der Liga. Aber morgen Abend sollte der Sport im Fokus stehen. Es ist ein DFB-Pokalspiel, auf das wir uns freuen. Auch wenn es ein besonders schwieriges ist, aber die Atmosphäre in Dortmund haben wir zumindest aus Berliner Sicht immer als sehr, sehr gut empfunden.